Hallo zusammen, willkommen zu meinem neuesten Video. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin der Tech-Pirat und heute geht es mal wieder um ein neues Gadget. Für alle, die meine Videos schon kennen, die haben es vielleicht schon gemerkt. Ich habe heute eine etwas andere Brille auf, eine etwas besondere Brille. Und genau um diese Brille geht es und was die besondere Eigenschaften hat, das seht ihr nach dem Intro. Ja, die Sunstree-Brille wird in einem wunderschönen Case, nämlich in diesem schimmernden Case, geliefert. Und da ist Zubehör drin. Was sollte man denn vielleicht bei einer Brille für Zubehör brauchen? Das kann ich euch jetzt mal kurz zeigen. Und zwar befindet sich zusätzlich zu den normalen Gläsern, die dabei sind. Ich habe nämlich extra Gläser. Ich habe nämlich hier sehr sehstärke Gläser mir anfertigen lassen. Befindet sich dann noch verschiedener Zubehör. Und zwar interessanterweise ein Ladekabel. Ein USB-C-Ladekabel. Und warum brauche ich denn bei einer Brille ein USB-C-Ladekabel? Das zeige ich euch gleich oder sage ich euch gleich. Dann haben wir hier ein Multifunktionswerkzeug. Das sind drei Schraubendreher in einem. Ein Schlitz, ein Kreuzschlitz und ein, so ein Sechskant. Dann haben wir natürlich das obligatorische Putztuch, was bei einer Brille natürlich nicht fehlen darf. Und ich habe hier so extra Ersatz, Nasenklemmen, falls mal hier eine verloren geht. Eine kleine Anleitung in 5 verschiedenen Sprachen mit einem kleinen Fehler in der deutschen Anleitung, aber nicht so tragisch. Und warum brauche ich eine Anleitung für eine Brille? Naja, auch das wird sich jetzt erschließen. In dem Case ist ein Brillenetui und dieses wunderschöne Brillenetui, das hat noch eine besondere Eigenschaft und da kommen wir nämlich dann auch dazu, warum brauchen wir dieses USB-C-Ladegerät. Denn es ist auch gleichzeitig ein Ladecase. Also ich kann hier unten, kann ich mit USB-C dieses Case laden. Neben dem Case, hier in der Mitte, befindet sich dann auch noch eine Status-LED, die beim Laden dann auch die verschiedenen Stati anzeigt. Denn das Case ist nämlich gleichzeitig auch das Ladegerät bzw. ein Ladepuffer für die Brille. Ich stecke jetzt also einmal das USB-C rein und dann kann man ganz gut erkennen, jetzt leuchtet hier eine rote Lampe auf. Ist die Lampe grün, dann ist das Ladecase geladen. Da ich jetzt die Brille ein bisschen verwendet habe, ist sie natürlich jetzt auch nicht ganz vollgeladen, aber ist ja nicht schlimm. Wenn wir jetzt mal einen Blick in das Case werfen, dann sehen wir, dass wir hier 2 verschiedene Ladekontakte haben. Das kennen wir ja auch schon von anderen Geräten. Das wurde dann hier ganz gut abgeguckt. Insgesamt macht das Case einen sehr hochwertigen Eindruck. Es ist hier so ein, ich nehme mal an, Kunstleder, wird kein echtes Leder sein, mit einem sehr schönen Schnappverschluss und mit der entsprechenden Funktion, würde ich mal so sagen. Der Innenteil ist nicht ganz so hochwertig. Der ist so ganz klassisches Plastik, würde ich mal sagen, aber ich denke, es erfüllt seinen Zweck, um dann tatsächlich die Brille, die ich hier anhabe, auch zu laden. Was ist jetzt das Besondere an dieser Brille? Also, erstmal möchte ich euch kurz dazu die Seite des Herstellers zeigen. Ja, da ist sie. Da, wie ihr sehen könnt, gibt es sie nicht nur als normale Brille, sondern sie ist auch tatsächlich als Sonnenbrille kaufbar. Wir haben 3 verschiedene Ausführungen zurzeit. Ich habe hier die erste Ausführung, nämlich die Front Frame 5050. Und die ist, wie gesagt, mit meinen Sehstärkegläsern ausgestattet. Bei der Linse handelt es sich in meinem Fall um eine Kodak-Linse, wobei ich nicht sicher bin, ob das immer der Standard ist, denn es ist auf der Webseite selber nicht extra beschrieben. Ich habe eine Gleichsichtbrille mir bestellt, also von den Stärken. Von der Ausführung her würde ich sagen, habe ich bekommen die Slim-Variante. Denn bei Gleitsichtbrillen ist ja so, dass ich die Gleitsichtfunktion, also die Breite auf den Gläsern sozusagen, ja bestimmen kann. Und ich kann hier bei der Bestellung angeben, welche Variante ich gerne hätte.
Ich selber habe die Brille für dieses Video zu extra kostenfrei zur Verfügung gestellt bekommen. Deswegen kann ich nicht ganz genau sagen, welche Variante ich habe. Aber aufgrund der Seh-Eigenschaften und der Sichtvarianten, die ich habe, kann ich, denke ich mal, sagen, habe ich entweder die Slim oder die Premium-Variante, die quasi das Sichtfeld ein bisschen auf die Mitte begrenzt. Und ich muss nämlich bei dem Fokussieren der einzelnen Bereiche, muss ich tatsächlich so ein bisschen mehr meinen Kopf bewegen, als ich es mit meiner Brille gewohnt bin. Was aber jetzt nicht sehr störend ist, ich hatte vorher auch eine Variante, die dann die gleichen Funktionen hatte. Das Bild, was ich sehe, also die Sichteigenschaften, Seheigenschaften sind sehr klar. Also die Linse ist hochwertig. Dass die jetzt Kodak-Linse heißt, heißt aus meiner Sicht letztendlich nichts. Für alle, die es vielleicht wissen, Kodak ist ja leider pleite gegangen in Deutschland und der Name wurde dann letztendlich aufgekauft und wird dann jetzt für solche Produkte verwendet. Wie ihr seht, muss ich mich also entscheiden, einmal für die Brille und dann einmal für meine Eigenschaften, die ich beim Glas haben will. Und hier kann ich wie beim normalen Optiker sagen, ob ich eine leicht getönte Brille haben möchte oder welche zusätzlichen Eigenschaften die haben soll. Es ist so, dass die Kommunikation mit dem Support sehr gut funktioniert hat und ich damit dann meine Brille ratzfatz bestellen konnte. Ich hatte denen meine Werte, die ich beim Optiker in Deutschland eingemessen habe, einfach rübergesandt. Und die Werte, die für mich so wie böhmische Dörfer aussahen, waren für den Optiker auf der anderen Seite der Erde überhaupt kein Problem. Der wusste sofort, um was es ging und hat mir dann die entsprechende Brille erstellt. Die Erstellung und der Versand ging ratzfatz. Ich habe, glaube ich, insgesamt nur anderthalb Wochen gewartet, was mich echt überrascht hat. Ich war sehr überrascht, dass sie so schnell dann da war. Und das Resultat seht ihr jetzt. Natürlich ist die Brille Geschmackssache. Mir persönlich gefällt jetzt diese Variante so geht so. Das liegt aber an den runden Gläsern, sehe ich aus wie Harry Potter. Das ist aber Geschmackssache, klar. Was mir allerdings gut gefällt, ist die Trageeigenschaft. Die Brille ist wirklich sehr leicht zu tragen. Sie ist auch sehr leicht. Der Nachteil des Gewichtes ist natürlich, dass selber das Gehäuse, beziehungsweise nicht das Gehäuse, die Bügel machen einen dadurch nicht so hochwertigen oder wertigen Eindruck. Ich denke, das ist aber ausschließlich dem Gewicht geschuldet. Man konnte hier sicherlich nicht mehr reinbauen oder entwickeln, weil letztendlich muss es ja wirklich eine alltagstaugliche Brille sein, die ich dann auch einen ganzen Tag tragen kann und die darf nicht allzu schwer sein. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Verwendungszweck. Warum habe ich hier so eine besondere Brille? Und das habt ihr vielleicht schon erahnt, denn diese Brille hat eine zusätzliche Funktion und zwar ist die mit meinem Handy verbunden. Die funktioniert wie Kopfhörer. Ich kann die also per Bluetooth koppeln und habe dann die gleichen Funktionen, wie ich bei Kopfhörer habe. Allerdings habe ich diese Funktion nicht über Kopfhörer, die in meinem Ohr sind, sondern über leichte, kleine, angebrachte Lautsprecher, die hier oben sind und kann genauso gut aber auch damit telefonieren über ein eingebautes Mikrofon. Warum ist das interessant oder kann das für den einen oder anderen interessant sein? Es gibt ja sicherlich viele, die sagen, dass mich In-Ear-Kopfhörer stören und ich möchte vielleicht noch von den Umgebungsgeräuschen was mitbekommen. Zwar gehen alle Hersteller da drauf, mit Noise Cancelling und die Umgebungsgeräusche auszublenden, aber genau das ist das, was mich eigentlich sehr stört. Ich habe Situationen, nämlich im Alltag, wo ich die gerne nicht habe. Und zwar geht es ja darum, wenn ich zum Beispiel mit dem Hund spazieren gehe oder mit den Hunden spazieren gehe und ich gehe auf dem Standardweg, wo ich immer gehe, das ist ein Fahrrad- und Fußgängerweg. Das heißt, ich muss in der Lage sein, durch Akustik auch meine Fahrradfahrer, die mich vielleicht anklingeln, zu hören.
und möchte also dadurch diese Umgebungsgeräusche wahrnehmen. Und da stört mich dann im Prinzip der In-Ear-Lautsprecher dann schon. Ich weiß, Noise Cancelling kann man auch an- oder ausschalten, finde ich aber dann eher lästig. Und hier habe ich natürlich meine Ohren komplett frei und kann alle Geräusche wahrnehmen und bekomme trotzdem durch die Lautsprecher dann meine Musik oder mein Telefonat eingespielt. Jetzt sollte man vielleicht meinen, dass das andere dann ja mithören oder stört, aber das ist nur bedingt der Fall. Denn die Lautsprecher brauchen natürlich keine hohe Lautstärke, denn dadurch, dass sie sich ja direkt an meinem Ohr befinden, habe ich natürlich wunderbare Voraussetzungen und kann dann auch das sehr gut hören. Und andere in meinem Umfeld können das nicht gut mithören. Klar, wenn ich es drauf anlegen würde, wahrscheinlich, aber in der Regel eigentlich nicht. Und das ist genau der Bereich, wo ich diese Brille sozusagen einsetzen möchte. Deswegen habe ich hier den Fokus darauf gelegt, dass ich eine Brille habe, die ich in allen Bereichen einsetzen kann. Denn ich kann nämlich wie bei den AirPods oder wie auch immer durch Antippen der Brille auf dem Logo, also auf dem Schriftzeichen, kann ich zum Beispiel Musik starten, Musik stoppen. Ich kann auf der anderen Seite kann ich die Siri aktivieren und so weiter. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeiten, Gespräche auch anzunehmen durch Antippen. Und auf der Webseite findet ihr auch ein paar interessante Angaben und Animationen, wie zum Beispiel die Bedienung der einzelnen Elemente. Wir haben also hier den Lautsprecher und wir haben im Prinzip die Tippfunktion, die ich beschrieben habe, genauso wie wir vorwärts und rückwärts spulen können mit so Swipe-Funktionen. Und dann weiter unten haben wir dann auch noch die ganzen Angaben. Ja, ich fasse mal kurz zusammen. Also wir haben jetzt hier tatsächlich eine Brille mit Sehstärke, die quasi für meinen Spaziergangsalltag gedacht ist. Und ich bin mal gespannt, ob ich das tatsächlich dauerhaft so mache. Denn so AirPods sind ja auch immer nutzbar, ganz schnell und mal eben in die Tasche gepackt. Aber ich habe halt Bedürfnis, immer Umgebungsgeräusche ein bisschen besser wahrnehmen zu können. Weil gerade bei den Hunden ist das immer sehr schwierig und wir teilen uns immer sehr, also mit den Fahrradfahrern, sehr enge Wege. Und da würde ich die immer schon ganz gerne halten. Denn unser kleinerer Hund, der ist ja noch ein bisschen wild und jung und der springt immer hin und her. Und da ist er tatsächlich schon ein, zwei Mal fast von einem Fahrradfahrer angefahren worden. Und das ist halt so ein bisschen das Problem. Aber dafür ist natürlich die Brille optimal. Habt ihr andere Ideen oder Vorstellungen, wo man so eine Brille ideal einsetzen könnte? Dann würde ich mich freuen, wenn das mal in den Kommentaren schreibt. Vielleicht gibt es ja alltägliche Situationen, wo ihr denkt, das könnte ich mir dann doch auch vorstellen. Ich meine, ihr habt gesehen, ich weiß nicht, ob ihr darauf geachtet habt, man muss schon so 200, 250 Euro investieren, um dann die Brille mit entsprechender Sehstärke bzw. Passenden Linsen zu bekommen. Umso mehr Optionen ich mache, umso teurer sind sie natürlich dann. Aber das muss man natürlich dann einfach mal für sich entscheiden, könnte ich mir das vorstellen oder nicht. Wie gesagt, Haptik und auch ja, allgemeine Erscheinungsbild ist der Situation entsprechend. Dadurch, dass das natürlich hier so ein bisschen, hatte ich ja schon erwähnt, dadurch, dass es ja leicht und nicht schwer sein darf, wirkt das billig, Plastik ein bisschen billig. Aber nur so in der Haptik, optisch, könnt ihr ja selber entscheiden, ob das billig wirkt oder nicht. Auch darüber würde ich mich dann freuen, wenn er da ein paar Kommentare da lässt. Ja, würde ich sagen, dann war es das schon mit dem Video. Hat ja schon wieder viel zu lange gedauert für so ein einfaches Gadget. Und ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch lässt. Ich werde euch natürlich die Seite unten verlinken. Dann dürft ihr dann mal beim Hersteller selber gucken. Und wollt ihr öfter solche wunderschönen Testvideos haben, Unboxing, wie auch immer ihr das nennen wollt, dann bitte einfach den Kanal abonnieren, da freue ich mich. Bis zum nächsten Mal, euer Techpirat.